So, jetzt habe ich da auf den falschen Knopf gedrückt und kein gescheites Ende da reingemacht. Muss ich das irgendwie wieder zusammenbasteln, zu einem Video vielleicht, keine Ahnung. Also ich möchte einfach mit dieser Serie dir Mut machen, nimm diese Autorität Jesu Christi in Anspruch, gemäß wie es in der Bibel schon seit 2000 Jahren drinsteht, ja, Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine Megastimme vom Himmel her rufen, sprechen, sagen, lass dir vom Jesus in dein Leben von Gott, dem Allmächtigen, durch den Heiligen Geist in dein Leben hineinsprechen, denn er hat das Heil, denn das Heil, denn jetzt ist dein Heil, jetzt, egal in welcher Situation, ist dein Heil und es ist die Kraft Gottes, Halleluja, die du voll und ganz in Anspruch nehmen kannst, eins zu eins in Anspruch nehmen kannst, wie es Petrus, Paulus und die ganzen Apostel gemacht haben, Halleluja, und noch darüber hinaus, weil du heute noch mehr Möglichkeiten hast, in der Tiefe ins Wort Gottes zu gehen, ja. Und die Autorität Jesu Christi, die Autorität des Gesalbten, das ist Jesus Christus, ja, die Autorität, manche übersetzen das auch, die Autorität mit dem Sohn Gottes, ja, die Autorität ist jetzt auf dieser Erde, die Autorität Jesu Christi. Lass die Autorität durchgehen mit der Autorität Jesu Christi in den Alltag hinein, aus dem Alltag heraus und gestalte deinen Alltag in der Autorität Jesu Christi. Ich sehe immer so das Bild schon seit Jahren. Abraham, der ist morgens aus dem, also ich meine Auffassung, der ist morgens aus dem Zelt irgendwann aufgestanden, hat sich um nichts gekümmert, ja, außer wenn die Sarah wieder Stress gemacht hat, bevor Isaac geboren war. Dann stand er morgens auf, hat die Herrlichkeit Gottes bewundert, den Morgentau und was weiß ich was alles, aus dem Zelt raus und hat Gott gelobt und gepriesen auf seine Art und Weise, wie es damals im Alten Testament möglich war. Ja, und so gestalte ich auch mein Leben. Ich fange das an, Herr, was ist jetzt dran für dich? Und das finde ich auch, das ist auch immer mehr Reich Gottes. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, aber es ist nicht Gottes Wille, dass die Menschen wie die Blöden an irgendeinem Fließband, an irgendeinem Paketdienst, deren Amazon, das ist ja fürchterlich, was da abgeht, ja, irgendwelche Sklaventreiberei sich da mitmachen. Nein, 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 lebe die Autorität Jesus Christus, Shalom, Agape Shalom, immer denken, wie Jesus Christus denkt. Jesus Christus ist der Herr. Amen.